Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen, heute mal ein komisches Thema, ich weiß. Und zwar das Schwanzproblem, genauer gesagt der Rückenschwanzproblem der Masters of the Universe Origins. Also wie gesagt, es gab ja die Vintage, kennt ihr ja alle, Whiplash damals einen Gummischwanz gehabt, ähnlich wie jetzt bei den Origins Redclaw, weich, elastisch, sehr weich, haben wir drauf gekaut als Kind natürlich. Dann kamen die 2000X-Figuren raus und hatte ja Whiplash ein bisschen stabiler geworden und einen stabilen Schwanz gehabt. Das heißt also richtig so Hartplastik, kein Weichplastik gehabt. Und ich habe dann bei den Origins, aber bei den Classics war es auch so gewesen, fester Schwanz, kein Weichschwanz gewesen. Klingt bescheuert, ich weiß, aber so als Sammler ist mir aufgefallen irgendwie, jetzt bei diesen neuen Whiplash Origins habe ich zum Glück bestellt bei eBay, weil ich die verpasst hatte zu kaufen, leider. Den Schwanz haben die jetzt ein bisschen anders gemacht. Ein bisschen hart, ist auch ein bisschen weiches Gummi, aber nicht so ganz weich, so ein bisschen so stabil, kann man sagen. Also richtig robust, kann man sagen. Nicht so weich wie früher, so dünn und so. Stabil, robust, sehr gut gemacht, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Eine mega coole Figur, ist gerade in der Umfrage auch drin. Ich glaube, Platz 1 vor Speaker noch. Eine coole Figur, vor allem der Kopf irgendwie. Ich fand den 2000X, der war zu breit geworden, ein bisschen. Bei dem Masterverse das gleiche Problem. Ich finde, der ist so cool. Die Farben, das Gesicht, dünnes Gesicht, Körper und perfekte Figur, finde ich. Und wie gesagt, der Schwanz ist sehr stabil, robust. Der kann man auch hinstellen, bleibt stehen. Sehr schön gemacht. Aber es kam noch eine andere Figur raus. Ich habe so also von den Schwanzfiguren habe ich zwei. Das klingt bescheuert, ich weiß. Redclaw. Redclaw haben wir so gemacht wie früher. Er macht Geräusche. Aber der Schwanz ist einfach nur dämlich gemacht, finde ich. Weil man so guckt, hier kann man sehen, Hohlguss, also kein Hohlguss, sondern total hohl innen drin, sehr dünn und total weich und elastisch irgendwie. Nicht so wie bei Whiplash irgendwie. Ich fand das enttäuscht, da der 2000X Redlaw, General heißt er ja damals, General Radlor, nur General die Figur, der hat auch so einen Schwanz, gab so einen festen Schwanz zum Draufstecken, stabil, robust, super. Aber mir gefällt das ehrlich gesagt nicht so richtig irgendwie. Der ist hier zu dünn, das ist einfach nur billig gemacht. Ich hätte mir so einen Weiblech-Schwanz gewünscht, das wäre schöner gewesen bei der Figur. So wie Weiblech gemacht, wenn man vergleicht, so die Vergleich jetzt machen kann, hinten richtig schön robust, schön gemacht, festgemacht hier und hier einfach nur oben dran gemacht und bei dem einfach nur reingesteckt hier, übergangslos kann man sagen, aber könnt ihr selber sehen, ich finde das irgendwie sehr billig gemacht. Das ist nicht so schön. Das ist also, ich hätte gewünscht, wie Whiplash zu machen, aber nein, haben sie nicht. Und hier dagegen, von innen kann man sehen, also richtig dick kann man, ich versuche von Seite zu zeigen, also richtig so stabil, nicht so ein Hohlguss, richtig schön stabil, dick und nicht so dünn, dass man da durchbeißen könnte. Das ist also mal aufgefallen bei den Origins. Es gibt noch andere Figuren, Neuauflagen. Dieses Viererpack ist auch einer dabei von Redlaw, dieser auch so ein Schwanz, ich schätze mal den gleichen Schwanz wie Redlaw den hat, glaube ich. Wie ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr die gut oder eher habt ihr lieber so wie früher jetzt weiblich so einen Schwanz haben würde, wie früher so einen weichen Gummischwanz haben würde? Würde mich eure Meinung interessieren, könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben. Wenn es gefallen hat, like nach oben. Das machen wir jetzt bald und ciao!